So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Heute wird die Sendung nicht ganz so lange. Es gibt jetzt nichts Besonderes, kein neues wirkliches Kaufsignal oder neue Gegebenheiten im DAX. Obwohl er, ja, der Future konnte 200 Punkte zulegen und der normale Xetra DAX 100 Punkte. Aber schauen wir eben auf das Trading Setup, der Trading Plan von heute oder von Montagmorgen bzw. Sonntagabend. Da hat er hier diesen mittleren blauen Pfeil jetzt komplett abgearbeitet auf die Unterstützung. Das Gap wegen ein, zwei Punkten verpasst und hier die Marke, die auch schon letzte Woche eingezeichnet worden war, bei wo unsere Verkaufslimit lagen, knapp durchstoßen, aber im Prinzip hat es jetzt hier auch diesen Widerstandsbereich erneut bestätigt. Bisschen ist meine Stimme kaputt. Deshalb, ja, hier passt soweit alles, kein neues Kaufsignal, kein Verkaufssignal. Er hat einfach dieses Bild, dieses Muster hier jetzt vervollständigt. Was natürlich jetzt schon heute gefährlich sein könnte, wenn der Kurs jetzt hier knapp drüber geht und man hier vielleicht eingestoppt wird. Deswegen für mich ist das hier erstmal nur auf Schlusskursbasis relevant. Weil hier fehlt im Prinzip noch ein Hoch und ich will mich jetzt hier nicht unglücklich einstoppen lassen. Deswegen zählt für mich die Marke nur auf mindestens auf 4 Stunden Schlusskursbasis. Also da wird heute der Tag sicherlich nicht, also beziehungsweise wenn der Tag ist dann erst beendet, nachdem hier der Schlusskurs dann erreicht wird. Des Weiteren, ja, hier sieht man noch das Chartbild von letzter Woche, hier der Widerstand, beziehungsweise hier lagen dann zwei Short Limits, die habe ich aber gestrichen. Und wie gesagt, es wäre jetzt erst interessant, wenn es ein neues Hoch geben würde und es dann eben nicht über die 9,7 geht und es dann möglicherweise im kurzfristigen Bereich ein Short-Signal wird sich dann vielleicht auftun, aber antizyklisch steige ich da jetzt nicht ein. Zu dem Dow Jones Setup lief ja dann gestern erst in den Verlust, dann wurde hier an der 16,250er Marke 25 Teilpositionen verkauft. Der ganze Tenor war ja hier die erste Position bei 16,4 zu verkaufen. Hier gab es in der Nacht bei 16,450 ein Tief. Aktuell läuft es jetzt hoch. Wenn man jetzt hier die Muster im Prinzip so einzeichnet, dann sollte hier dann diese Welle dann beendet sein und die letzte Welle würde dann hier unten stattfinden. Also im Prinzip passt es auch noch. Allerdings der Stopp liegt da sowieso an dem Hoch hier. Über das Hoch sollte es definitiv nicht drüber gehen. Und in der Gesamtsituation würde jetzt ja hier auch kein Verlust mehr entstehen, weil man ja die Position geteilt hat. BMW erreicht jetzt hier den EMA 38 im Tageschart. Auch super Einstieg. Teilverkäufe sollte man auf jeden Fall, oder jedenfalls sollte man, kann man tätigen. Und ja, das Kursziel bleibt jetzt hier erstmal weiter bestehen. Den Stopp setzt man natürlich deutlich nach oben. Im Prinzip auch schon über das Gap hier, also in den Gewinn. Puma kommt heute nicht ganz so in die Pushen. Nemorphosis, ja, passt auch, ist man auch in Gewinn. Des Weiteren gibt es jetzt hier im DAX, sieht man eben auch jetzt, ja, deswegen war ja auch die Widerstandszone hier das Gap-Level und
ja, viel, viel größere Aussagekraft hat jetzt hier der Tageschart für mich nicht. In dem Forex-Bereich, australische US-Dollar, wurde das Short-Szenario beendet. Da wartet man auf ein neues Signal. Im Euro-Pfund trifft man, wie man hier sieht, trifft der Kurs nahezu jetzt exakt die Linie. Die ist jetzt aber auch, kann man ein bisschen natürlich variieren, aber hier wäre jetzt immer noch für mich noch kein Trendbruch da. Außerdem bleibt das Signal hier, das Verkaufssignal, das größere, bleibt hier unten dann bestehen. Die Sellmark eben auch. Zum Pfund gegenüber Yen. Da sieht die Sache ein bisschen anders aus. Da ist der Trendkanal, die Trendlinie gebrochen worden. Das Long Setup nicht aktiviert noch. Das sollte man sich auch in den unteren Ebenen anschauen. Und ja, es bleibt erst einmal bei dieser Marke. Hier werde ich heute noch ein Long Setup oder halt einen Stream-Beitrag bringen. Zweimal jetzt hier unten abgeprallt, könnte wirklich hier die Korrekturbewegung zu Ende sein und ab jetzt eine, ja, deutliche Aufwärtsbewegung starten. Der Stopp müsste schon etwas weiter weg sein, auf Schlusskursbasis eben unter den EMA 200 wird er gelegt dann, schon mal vorab. Zu Silber noch, kommt heute etwas unter Druck, aber der Aufwärtstrend wurde bestätigt, die Unterstützungslinie wurde hier bestätigt am dem Tag, am gestrigen Tag. Also passt es hier auch soweit. Das war's. Wie gesagt, es folgt dann ein US-Dollar-kanadisches Dollar-Setup. Und der Rest muss sich dann am Tag noch ergeben. Danke fürs Zuhören. Bis später.